Jeder Deutsche wirft jährlich durchschnittlich 80 Kilogramm Lebensmittel weg. 30% davon wandern sogar ungeöffnet in den Müll. Hier setzt Foodsharing mit Apps für Smartphones und PCs an, um diese Verschwendung einzudämmen. Lilia kauft oft zu viele Lebensmittel ein. Früher bewahrte sie manches lange im Kühlschrank auf, nur um es dann wegzuschmeißen. Bei Foodsharing kann sie ihre überflüssigen Einkäufe ganz einfach einstellen. Hat jemand Interesse an einem Produkt, kann er es sich reservieren und später bei ihr zu Hause abholen. Yannick nutzt Foodsharing, um sein Nahrungsinventar zu ergänzen. Über die Website kann er einsehen, wo in seiner Umgebung Lebensmittel angeboten werden und sie sich mit einem Klick sichern. Mit der Foodsharing-App auf seinem Smartphone kann er sich sogar eine Fahrradroute berechnen lassen. So findet er sich immer in der Stadt zurecht und kann sich die von ihm reservierten Lebensmittel schnell und unkompliziert abholen und sie dann zu Hause zubereiten. Auch gemeinsam macht Foodsharing Spaß. Nette Leute aus der Nachbarschaft kennenlernen, gemeinsam kochen, Reste verwerten oder Rezepte austauschen und nebenbei verantwortungsvoll mit Lebensmitteln umgehen. Ganz einfach, mit Foodsharing.